Jo, meine Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Und wir sind hier am anderen Ende des Riverside Train Yards oder dessen, was er mal werden soll. Und wir haben hier einen der Züge, die in der Gegend dann nachher fleißig rumrollen werden, da mal im Blick. Und wow, das Flugzeug kann man aber wirklich echt weit weg sehen, weil das ist schon im Landeanflug dort auf Compton. Coole Nummer. Ja, auf jeden Fall sind wir hier dann halt immer am anderen Ende und ich bin mal sehr gespannt, wie das dann halt eben aussieht, wenn das alles dann halt eben so Gestalt annimmt. So, ich hatte gesagt, ich möchte eine Folge lang halt eben so ein bisschen am ganzen Thema Gleise dann halt eben noch entsprechend werkeln und danach dann halt eben entsprechend noch ein bisschen ausdekorieren. So, dann werden wir das heute nämlich halt eben mal tun und ich denke mal, wir sollten halt eben so ein bisschen vorne anfangen. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Also sollten wir hier mal so ein bisschen im Eingangsbereich, hier stehen ja die beiden ziemlich fetten Lagerhallen, die das Ganze halt eben so ein bisschen zustellen, aber wie ich finde halt eben auf eine sehr schöne Art und Weise. Da brauchen wir jetzt erstmal natürlich einen Zugang hin, dass wir das halt eben entsprechend da dann mal ranbekommen. So, dass da überall DB draufsteht, das ärgert mich natürlich sondergleichen. Aber gut, was willst du machen? Kannst du nichts ändern, das ist nun mal so. Okay, Zugang kommt natürlich dann von hier, das ist auch klar. Mit einer kleinen Straße. Tiny Street haben. Das müsste so in etwa hinhauen, aber da macht er mir die zu. Nee. Das. Nein. Warum jetzt die? Relativ einfach. Keine Bäume. So, dann hier. Oh, da sind die Spitzkern. Da müssen wir hier nochmal ein bisschen später rübergehen. Das haut schon hin. So, weil was möchte ich jetzt? Ich möchte hier im Grunde genommen erstmal entlang dieses Abschnittes hier dann nochmal entsprechend was legen. Thank you.
kommt so in etwa hin, ne? Würde ich zumindest mal behaupten. Können wir also so lassen. Das wäre mir zu lang. So, das sieht doch eigentlich ganz anständig aus. Dann geht es bis hier dann ran. Okay. Sehr gut. Ich nehme mal an, dass ich hier jetzt nichts mehr rüberkriege, habe ich recht? Klar, das ist kollisionsbehaftet bis zum geht nicht mehr. Macht aber nichts, denn ich will auf jeden Fall hier. Diesen Weg. Perfekt. So, dann geht diese Strecke hier dann nämlich so einfach weiter und führt dann da lang. Dann kann man hier Mitarbeiterparkplätze dann dementsprechend bauen. Finde ich super. Klasse. So, das ist schon mal eine feine Sache. So. Den Weg können wir dann auch nachher dahin weiterführen und da muss ich dann halt eben mal gucken, wie der dann aussehen soll. Aber das soll erstmal reichen. So. Wir werden hier auch so eine Straße durchmachen. Okay, wunderbar, dann kommen wir nämlich auch in den Bereich rüber. So. Genau so wird das sein. So. Snappt er da schon irgendwie dran, aber nicht so auf eine Art und Weise, wie ich mir das jetzt erwartet hätte. Na gut, okay, wunderbar. Machen wir es anders. Okay, weil das jetzt ein Bahnübergang ist, geht das nicht. Na gut. Ja.
So, dann kann man hier dann nämlich hinterher einmal wenden. Das bleibt so. Ich weiß halt eben nur nicht, ob ich jetzt gleich so eng an dieser Nummer hier vorbeikomme. Mal weg. Mhm. Sehr schön. Habe ich jetzt hier was? Ja, aber da überlege ich mir noch, ob und wie ich das dann mache. So, oh nein. Sprungschanze. Ich lasse die da erstmal. Ich nehme mal an, selbst wenn ich hier jetzt beikäme, hier so rüberziehe. So, dann macht er hier natürlich das flacher. Sobald ich aber halt eben beikomme und da dann, das werden wir hier gleich sehen, nehme ich mal an. Ich den jetzt da so rüberziehe. So, hier ist es jetzt auch runtergegangen. Hier ist es jetzt so geblieben, weil die Strecke halt länger ist. So, und ich muss halt eben damit leben, dass wenn ich solche kurzen Abschnitte hier mache, ich dann eine entsprechende Sprungschanze dann halt eben auch bekomme. Da muss ich halt eben mal gucken, ob und wie ich das nochmal in Angriff nehme. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich den hier überhaupt hingelegt bekomme. Andersrum, und zwar so. So. Thank you.
Oh, was ist denn hier los? Lass mal sehen. Den muss ich geschlossen machen. Statt 10 9 Gleise anwenden. Ja, das war aber nicht so ganz das, was ich erwartet hatte. Mache ich 10 geschlossen. Wunderbar. So geht das dann. Auch schön. So, das ist dann zwar hier nicht ganz gerade, aber das sieht gut aus. Wenn wir den hier noch einen Besuchermagneten dran machen, müssen wir mit ein bisschen Glück die Leute im Zweifelsfall sogar so weit kriegen, da dann halt eben auszusteigen aus dem Auto und zu Fuß zu gehen. So, was wir hier noch machen werden, ist eine Bushaltestelle zu setzen für Cargo. Und zwar habe ich die nicht hier irgendwo. Anscheinend nicht. Dann nehmen wir die Mini Truck Station. Moment. Gerade? Nein. Schon eher. So. Kommen wir hier bei. Nehmen die Mini Truck Station. Wir können dann hier haben wir denn hier den im Grunde genommen für die Tankstellen hier denn die Verladeeinheiten. Was wir da machen können, wenn es denn mal soweit ist, können wir hier über die Straßen dann dementsprechend dann nachher bis hinter den Containerhafen dann halt eben entsprechend zum Ölhafen dann auch mal eine Linie fahren lassen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, hier müssen wir dann jetzt mal gucken, wie wir hier das Ganze dann halt eben noch ein bisschen dann schick bekommen. Ich glaube, so ein oder zwei Ideen habe ich da noch. Und dann kann man halt eben dort dann nochmal so eine Bereitstellungszone machen. Da kann man dann halt eben schön auch mit den Semi-Trailern dann arbeiten, glaube ich. Da kriegen wir auf jeden Fall dann doch eine ganze Menge schicker Sachen hin. Jetzt machen wir hier mal. Den hier. Müsste so in etwa hinkommen. So. Geben den dann hier mal. So, dann kann man da nämlich dann halt dementsprechend langfahren und kommt wieder dann hier in diesen Bereich. Okay, das ist gar nicht so verkehrt. Okay. Gut. Was ich hier jetzt noch machen möchte oder muss vor allen Dingen auch, ich muss hier wahrscheinlich noch Signale setzen, um dort dann halt eben den Verkehr ein bisschen zu regulieren, weil ich möchte auf diese Bereitstellungszone dann jetzt hier ein paar Loks dann halt eben auch noch hinstellen, beziehungsweise eine halt auch so richtig fahren lassen. So. Dann machen wir mal Folgendes. Wir wollen das nur so machen, da wo das notwendig ist, die Signale zu platzieren. Ich
hatte doch sowas Kleines hier, ne? Genau so. Oh, die sind doch super. Stehen wir schön hier hin. Und dann haben wir... Dann machen wir das so, dass wir auch auf der gegenüberliegenden Seite da was stellen. Nicht so. Gleiches gilt hierfür. Aha, dadurch ändert sich die Ausrichtung der Signale. Finde ich ja witzig. Ah, und ich muss noch dafür sorgen, dass ich hier amerikanische Signalisierung hinstelle. Nehmen wir gleich das erste? Nein, wir nehmen das zweite. So. Noch nicht ganz. So, wunderbar. Jetzt können wir hier dann halt eben entsprechend ganz prima eine Lok verkehren lassen. So. Wie viel nehme ich denn? Ich nehme eine vorne und eine hier und eine da, glaube ich. Also drei insgesamt. So, das wird Train Yard. Habe ich die schon irgendwie benannt, dass ich die sehe, dass sie zusammengehören? Rangierlinie, Sackgasse. Ah, Rangierbereich. Okay, also dann nehmen wir es auch gleich. Rangierbereich. Abstellzone. 1. Rangierbereich Abstellzone 2. Rangierbereich Abstellzone 3. So, die brauche ich, damit ich dort halt eben jeweils dann ja so ein bisschen das Ganze hingetüdelt bekomme, der Gestalt, dass ich hier ein paar Sachen hinstellen kann, ohne dass sie halt eben dann jetzt irgendwie 100.000 Linien benötigen oder sowas. Ja. Hier nach da. So, dann wollen wir den mal losfahren lassen. Züge kaufen. Na, verreck mir nicht. So, wer sagt's denn? Lokomotiven. Lokomotiven. Dieselig. So, wollen wir nochmal gucken. Brauchen wir irgendwas Nettes? Chassis System 50 years. Sieht gar nicht so schlecht aus, das Ding, ne? So. Linie zuweisen. Regiebereich Abstellzone 1. Und die noch. Warten. Linie zuweisen, Rangierbereich 2. Damit die sich auch gut auskaufen, Linie zuweisen, Rangierbereich. Whoops.
Schildzone 3. Oh, da verdient jemand Geld. Nicht schlecht. So, der wartet hier gerade auf freie Wege. Ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, weil hier natürlich kein Signal steht und es ihn deswegen ungeheuer annervt. Und schon geht's los. Coole Nummer. Schön auch mit Doppler-Effekt. Großartig. So, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass der hier dann halt eben richtig anhält. So, dann wollen wir den Kollegen mal dahin fahren. Da kommt schon die dritte Kiste. So, und dann wollen wir mal eine Lok hier auch noch so ein bisschen durch die Gegend fahren lassen mit einer neuen Geschichte. So, und sagen, Rangierbereich Betankung geht von hier da lang. Hier rein. Da fehlt mir eine Spitzkehre. Aber kann ich das Signal nehmen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay. Dann muss ich hier für diesen Rangierbereich dann doch nochmal sehen, dass ich ein bisschen Gleis dort wegbekomme. Das war ein bisschen viel. So, dann wollen wir den hier mal. Ach, Gottes Willen. Naja, habe ich sogar noch richtig. So. Obwohl, würde ich das nicht lieber. Genau, so ist das super. Bin ich voll dafür. Ich will die Dichter zusammenstellen, ne? Die sind einfach zu weit auseinander. Das sieht nicht gut aus in dem Zusammenhang. Die könnte ich ja sogar ganz zusammenschieben. So, dann haben wir hier. Ja, das ist hübsch. Das finde ich gut. Dann können wir uns hier mal wieder drüber. So, nächster Halt ist hier. Dann fährt er hier lang und wieder dorthin.
Prima. Und wir machen mal alle. Auf wartend. Eine Minute. So, und dann wollen wir mal beikommen. Ich sollte an der Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Signale setzen, nämlich zum einen hier. So. Und im Moment, achso, da habe ich ja auch schon Signale. Ja, wunderbar, wer sagt's denn? Da habe ich ja doch ein wenig vorausschauender gedacht und soll es kaum für möglich halten. So. Zu kaufen. Eine Dieselmaschine, sonst müsste die ja nicht dahin. Das wäre sonst ein wenig dösig. Ich glaube noch nie. Da nehmen wir eine schöne Elko. Eine Elko mit einem Booster-Modul. So. Die muss ich doch hier irgendwo haben. Ah ja. Dann nicht. Dann sind die hier und das den Booster muss ich dann so daran hängen. Genau, da ist er. So, nehmen wir hier von der New York Central. So, Linie zuweisen. Niedrige Tankung. Das ist natürlich nicht schlimm, dass der hier so rumfährt, weil das ist hier ja die Reparaturwerkstatt. Hübsches Ding. Na komm, fahr. Haben wir jetzt selbst ins Knie geschossen? Ja, das war keine Minute, ne, oder? Ich will nur sehen, dass er einmal den Weg richtig nimmt. Ja, fährt hier rauf. Geht da lang. Fährt in die Bereitschaftszone. Bleibt dort stehen. Die klingt richtig gut. So, der fährt jetzt hier rein, kompletto. Und sollte hier jetzt dann rausdrehen wieder. Sehr gut. Und dann kommt er hier. An die Tankstelle. Wunderbar. So will ich das eigentlich gerne haben. Und in diesem Sinne würde ich mich dann von euch verabschieden. Macht's gut. Ich bin raus. Bis denn. Ciao.